Unser Torhüter des siebten Spieltags kommt von den Rhein-Neckar-Löwen. Gegen Gummersbach erwischte Michael Appelgren einen Sahnetag und lieferte eine Quote von über 47% gehaltenen Bällen ab. Ein bärenstarker Wert. Auf Linksaußen überzeugte Anders Eggert. Auf den wendigen Dänen konnte sich die SG Flensburg-Handewitt einmal mehr verlassen. Er steuerte 6 Treffer zum Sieg gegen Lemgo bei. Er hat es schon wieder getan. Philipp Weber mausert sich zum Top-Torschützen. 10 Buden gegen Coburg, insgesamt schon 52 Tore in dieser Saison für Wetzlar. Definitiv unser Mann im linken Rückraum. In allerletzter Sekunde traf er zum Sieg gegen Erlangen. Aber auch schon vorher wirbelte Dalibor Doda erfolgreich auf der Mitte. 6 Treffer und den Platz in der Mannschaft des Spieltags für den Mann aus Minden. 6-mal selbst getroffen, 3 Assists für die Mitspieler. Das ist die Bilanz von Rolf Herrmann gegen Flensburg. Im rechten Rückraum war diese Woche keiner besser als der Lemgoer. Herzlich willkommen in unserer Auswahl. Magdeburgs Top-Torschütze Robert Weber hat es auf rechts außen krachen lassen. Beim knappen Sieg in Stuttgart gingen fast ein Drittel aller SCM-Tore auf seine Kappe. 10 Treffer für den Österreicher. Flensburgs Henrik Toft Hansen war am 7. Spieltag nicht nur bester Werfer der Norddeutschen, sondern auch erfolgreichster Kreisläufer. Das bringt ihn natürlich in die Mannschaft des Spieltags.